Heute, was geht ab, Leute? Hier. Sagen euch afrikanische Riesenschnecken etwas? Alter, heftig, wie riesig die sind, oder? Ich habe heute auf Insta gepostet, ich habe auf dem Weg hier eine Schnecke gesehen. Und das war so eine richtig fette mit richtig geilem, richtig wunderschönem, geilen, großen Panzer. Habe ich halt echt, glaube ich, noch nie gesehen. Nur so diese kleinen Mini-Schnecken und halt Nacktschnecken. Habe ich halt so ein bisschen gepostet und dann so ein paar Kommentare, oder wieso filmst du so eine Schnecke und so, wie ist das? Natürlich erstens, weil Montag, bisschen so symbolisch, künstlerisch, poetisch, boah, langsamer Start in die Woche, Schnecke und so. Und zweitens, weil die einfach so wunderschön war. Und dann die eine so, google mal Weinbergschnecken. Und ich so, ja, ich weiß schon, die sind fett. Und du, google du mal afrikanische Riesenschnecken. Das sind fette Schnecken, oder? Auf jeden Fall, Pferd-Döner macht auf. Ein Zuschauer hat gerade geschrieben, aka mein Ghostwriter, aka einer aus unserer Krypto-Gruppe. Wobei, das ist gar keine Krypto-Gruppe, aber es wird viel über Krypto geredet. Unsere Telegram-Gruppe meine ich. Und er meinte, 1. September, Ferhat macht wieder auf. Es gibt sogar einen Döner umsonst, aber Alter, ich glaube, die Bude wird anders voll. Das ist Mittwoch. Also, auf blöd fahren wir dahin. Auf blöd fahren wir dahin, wieso nicht? Selbst wenn wir Mittwoch nicht, also nicht direkt am ersten Tag, den bekommen, weil es zu voll ist, dann Donnerstag halt oder Freitag. Wir könnten Dienstag hinfahren, also morgen. Ich weiß nicht, wann ihr das seht, weil wir sind 2 Tage hinterher momentan. Ich muss an einem Tag mal 2 Videos hochladen, damit wir wieder den normalen Rhythmus haben. Dort chillen, ein bisschen akklimatisieren und so und dann direkt vom Hotel aus dort schlafen und dann am nächsten Tag dorthin. Sogar schon um 8, 9 Uhr oder so und dann in die Schlange stellen oder so. Oder man geht halt ein paar Tage, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder sowas. Samstag, ja, und Samstag vielleicht 5 Tage und dann kann man das safe. Zumindest einmal das erwischen wahrscheinlich. Wenn nicht, dann 3, 4 Tage hintereinander, oder? Why not? Ist ja angeblich der krasseste Döner auf der Welt. Seid gespannt, ich bin gehypt. Hast du was eingekauft? Es haben endlich mal Leute gestern beim Spieleabend Wasser getrunken. Deswegen musste ich das mal nach Ewigkeit auffüllen. Ich kaufe eigentlich gar kein Brattee mehr, weil wir Suchttee noch haben und Four Bros. Das heißt, die letzten Brattees hier und dann nichts mehr. Die hatten leider keinen Pfand vom Ajemab, aber die Fanta von der Vernaschtig-Box, auch aus Japan, die hatte Pfand, also das hat funktioniert. Und die ist mir gerade runtergefallen und dann habe ich sie zerstört. Tut mir leid, Julian. Muss ein Video raussuchen und den von gestern schicken. Ist noch nicht zu denen durchgedrungen. Das mag ich schon nicht. Wobei, Bargeld kennen die gar nicht so gut. Aber bei mir, fünfstellig durch Krypto machen. Und das kam dann gestern auf. Weil nach dem Spiel, nach Wheel of Steel, haben die noch ein bisschen Fußball zu Ende geschaut. Da meinten ein paar, hoffentlich macht es dir nichts aus und so. Dann haben Laura und John gesagt, mich juckt's eh nicht. Also haben für mich gesagt, Hong juckt's eh nicht, weil ich morgen nicht arbeiten muss. Dann ist es halt so ins Gespräch gekommen. Weshalb, wieso und so. Und dann habe ich halt gesagt, weil ich gut in Krypto investiert habe. Das sage ich eigentlich immer. Gut in Krypto investiert. Wer mehr wissen will, er kann dann gerne mehr wissen. Und wer nicht mehr wissen will, dann passt es. Nicht zu viel Information und aussagekräftig genug. Also damit wissen Leute Bescheid. Okay, krass. Und das war's dann. Ohne zu flexen, ohne zu sagen, yo, bla bla bla, ich mache so und so viel. Nur das sage ich dann, wenn Leute mehr Interesse haben. Ja, und die wollten dann das eine Video. Meinte Lauga, 20.000 Euro im Monat, ultimativer Guide, wie wir Bitcoin investieren. Add Cake DeFi Cashflow from Crypto. Mittlerweile 4.500 Aufrufe, so wie meine alten Videos, also stabil. 152 Likes, oh, nur 24 Dislikes, also die Differenz, also die Ratio war schon mal schlimmer. Hatte das nicht schon mal mehr Dislikes? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon mal über 50 Dislikes hatte, das Video. Oder war es das andere Video? Naja, auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ein paar Leute, ein paar von den Hatern investiert haben und dann auf einmal gemerkt haben, oh shit, das funktioniert. Oder halt den Werdegang miterlebt haben, weil das war vor 6 Monaten. Fast 7 Monaten, also in einer Woche ist es 7 Monate her. Wie das alles sich entwickelt hat und dann sind sie zurückgegangen auf das Video und meinten und haben ihre Meinung geändert. Kann ja auch passieren. Man kann ja auch Hater überzeugen. Nicht schlecht, oder? Echt verrückt. Das schreibt einer. Ich erinnere mich noch an damals, Hong und Dimitri.
Infotainment für jeden Ordner 20 Euro geboten. Haben mies Plus gemacht, die Jungs. Das war mein Move damals, ja. Legenden. Kopieren und den anderen schicken. Ich habe auch eine Nachricht von Luisa bekommen. Das war eine der Influencerinnen, die ich gebucht hatte. Bei dem wollte ich mich eh schon länger melden. Weil Hongsu ist ja momentan auf Eis gelegt. Und erst recht jetzt dann nächste Woche, wenn ich sogar doppelt so viel verdiene und dann gegen Ende des Jahres, hey, kann sein, dass ich 6 Stellen hier im Monat verdiene. Und da dann die Zeit zu investieren oder so viel Zeit zu investieren und irgendwas aufzubauen, meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Projekt nicht komplett gestorben, ist auf Eis gelegt. Und wenn ich irgendjemanden finde, der ein Projekt starten will und dem die Idee gefällt und sich eigenständig machen will und sagt, hey, ich finde die Idee geil, lass mich das übernehmen und du kannst im Hintergrund ein bisschen supporten, kein Problem. Und jetzt hat sie nach, was weiß ich, wie vielen Monaten mal gefragt nach dem zweiten Shooting. Muss ich ihr noch antworten, dass ich sie für, also beide, sie und ihre Freunde, für das erste auf jeden Fall bezahlen werde. Ich habe immer noch eine Unterschrift brauche, dass ich dann die Bilder vom ersten Shooting verwenden darf. Weil, falls es irgendjemand mal weiter übernimmt, dass er dann die Bilder verwenden kann. Nur für alle Fälle. Und eine Rechnung muss sie mir trotzdem schicken. Ja, so ist das. Ich treffe mich gleich mit Barisch wieder Fitness. Beziehungsweise jetzt das erste Mal mit Barisch. Er will es durchziehen. Und wie gesagt, nicht nur mein Bankkonto, sondern auch meinen Körper krass machen. Ich glaube, ich fahre nach Wien spontan. Ein paar Tage. Dienstag bis Freitag. Also wenn ihr das Video hier seht, dann bin ich auf dem Weg nach Wien. Vielleicht. Das ist echt alles spontan. Muss halt schauen, ob die Kollegen, mit denen man sich treffen will, Zeit haben. Pferd Döner hat er jetzt aufgemacht. Den kann man abchecken. Ich habe schon gesagt, Freitag Primetime bin ich wieder da. Ich nehme ein paar Döner mit für die Jungs. Auch wenn es so mega kalt wird, aber der soll anscheinend so krass sein. Selbst da wird sich lombarisch so, nimm einfach 10 Stück dann mit. Zu heftig, also schauen wir mal. Ich muss auch schauen, was man so alles in Wien machen kann. Außer halt Döner essen und Bubble Tea trinken und Schnitzel essen. Sightseeing-technisch, was so geht, was so besonders ist in Wien. Zu später Stunde, Bereich Finanzen, was geht da? Alles gut. Ah, du hast während dem Training gar nichts gemacht, gell? Ich weiß nicht, aber das sind ja andere Leute, die ist das und dieses. Okay, ja, stimmt. Das auf jeden Fall super saftiges Training. Morgen, wir sehen uns. Wir sehen uns Freitag bei Prime. Genau. Ich bin gut damit. Wir gehen Richtung Bruce Lee bei dir, okay? Okay. Ciao, ciao. Ciao.